herzlich willkommen bei LRG auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2015. Ich möchte euch heute zuallererst eine Messeneuheit zeigen, die etwas anders ist wie unsere normalen Produktneuheiten. Und das ist unser ganz neuer 2015er Hauptkatalog und das komplett neue Katalogkonzept, das hier dahinter steckt. Und unsere Marketingabteilung ist hier einen ganz neuen Weg gegangen. Die Details erfahrt ihr sicher später auf der Homepage. Es wird auch sehr stark mit der Homepage verbunden sein, also lasst euch überraschen. Unsere erfolgreiche Blas K-Line, die momentan aus dem Mercedes DTM und dem Porsche Grüne Hölle besteht, bekommt dieses Jahr einen weiteren Zuwachs, über den ich mich besonders freue. Das ist dem Sven Müller sein Carrera RSR, lizenziert von Porsche. Die Kooperation mit Sven macht uns allen im Haus ganz arg viel Spaß und wir sind froh und stolz darauf, dass wir dieses Modell im Laufe des Jahres jetzt präsentieren werden. Ein ganz wichtiges Thema für LRG auf der Messe 2015 sind unsere neue Wettbewerbs-Akkus. Die Kernkompetenz von LRG, letztendlich unsere Unternehmens-DNA, ist schneller, besser, länger. Wir hatten letztes Jahr, und der Akku ist auch weiter im Programm, den sehr erfolgreichen 6000er Tourenwagen-Akku. Wir sind jetzt erstmals einen neuen Weg gegangen. So haben wir jetzt eine neue Akku, eine Wettbewerbs-Akku-Line released, die sogenannte LCG, Low Center of Gravity Line, bestehend aus einem Tourenwagen-Akku. Es gibt einen Shorty, der extrem niederbaut. Und wir haben hier den aktuellen Trend und die Anforderungen der Fahrer konsequent umgesetzt. Kommend von unseren neuen Wettbewerbsakkus, übergehend zu unseren Empfängerakkus, mehr so wie man neudeutsch sagt, die Commodity Items. Hier gibt es auch eine Vielzahl von neuer LiFe, LiPo, Nickelmetallhydrid-Akkus, die immer noch, weil sie so robust sind, speziell im 1.8 ein Thema sind. Das Ganze wird in der Ladetechnik von einer neuen Software für den Quadra Competition V1 komplettiert, die noch nicht verfügbar ist, aber im Laufe des Frühjahrs verfügbar sein wird. Die Entwicklung ist fast abgeschlossen. Wenn wir von Kernkompetenzen bei LRG sprechen, ist natürlich ganz klar, Fahrtenregler, da kommen wir her, das ist unsere DNA. Wir haben im letzten Jahr begonnen und führen das jetzt weiter, klassenspezifische Softwaren zu machen. Ein Riesenerfolg, was auch die Downloadzahlen uns bestätigen. Wir haben eine V4.7, speziell für die Tourenwagen, die gibt es schon ein paar Monate. V3.8 ist die Weltmeister-Software, die gibt es schon ein Dreivierteljahr, mit der der Steven Harzen die letzte 4WD-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Neu ist die Stock-Software, die 5.4, die speziell auf die Bedingungen des Stockfahrers abgestimmt ist. Und der wichtige Punkt ist, sie ist komplett Blinky-Mode legal, aber sie bringt trotzdem einen Vorteil. Wir boosten hier selbstverständlich auch nicht. Die Software ist absolut reglementskonform, aber bietet ganz klar den Blue is Better-Ansatz. Sie ist schneller wie eine normale Software und sie ist speziell für Stock gemacht. Wie man hier auch sieht, sehr beeindruckend, letzte Europameisterschaft in Madrid, das komplette Podium mit der neuen Software, mit LRP-Motor und es war kein Handout-Motor, jeder bringt was er hat, X20 Stock-Spec, unsere Akkus, V5.4 Software haben dort dominiert. Momentan in der Pipeline ist eine spezielle Software für 1.12. 1.12 liegt mir persönlich sehr am Herzen, da komme ich her, da habe ich angefangen, da gab es nichts anderes und ich finde es immer noch eine faszinierende Klasse, auch wenn sie vielleicht kommerziell ein bisschen an Wichtigkeit verloren ist, hat. Also wir haben großen Erfolg am Markt mit diesen Hubschraubern. Ich denke, wenn man sie anschaut, der Line-Gedanke kommt ganz toll rüber, hochwertige Produkte, treu dem Motto, Blue is better, das heißt Blue is better geht auch im 100 Euro Preissegment. Dieses Jahr neu ist die Laser Hornet 2.0, ein kleines, wirklich sehr viel Spaß bereitender Hubschrauber. Das Ganze wird natürlich gebackt von ganz oben unserer Monster Hornet, also im Prinzip ein Refresh, ein Update einer erfolgreichen Line. In der LRP Bootsline haben wir auf dieser Messe auch sehr interessante und tolle Updates.
Wir haben bereits letztes Jahr, Ende letzten Jahres auf den Markt gebracht, die Deep Blue 420 Race. Das ist einfach extrem spektakulär. Also wenn Sie damit am See fahren oder am Fluss fahren, dann haben Sie die Zuschauer und die Anerkennung auf Ihrer Seite. Also wirklich ein Produkt, das ganz arg viel Spaß macht. Bei der Deep Blue One und der Deep Blue 450 kommen jetzt die lang geforderten und von uns jetzt umgesetzten 2,4 GHz Versionen. Das kleine Boot bezeichnen wir jetzt als Deep Blue 340. Das ist die Länge des Bootes. Und die Deep Blue 45 jetzt mit 2,4 GHz. Der konsequente Ausbau der LRP KRPR Line ist mit diesen Modellen einen weiteren wichtigen Schritt gegangen. Zum einen ist auf der Twister-Plattform wird jetzt der Monster Truck verfügbar sein. Zuerst mal in der Brushed-RTR-Ausstattung. Das heißt, auch auf der Twister-Plattform haben wir dann die Line komplettiert aus Buggy, Truggy, Shortcourse und Monster Truck. Der nächste Schritt, den wir jetzt hier mit diesen zwei Modellen beginnen, ist der Ausbau auf Brushless. Das heißt, diese RTR-Modelle sind jetzt mit einem Brushless-System geeignet für LiPo ausgerüstet. Wir verwenden hier unseren bekannten Spin-Pro-Regler und den Vector K7 8,5 Turns Motor. Das heißt, wir sind hier der einzige Hersteller am Markt, der RTR-Brushless-Modelle mit gesensorten Brushless-Systemen anbietet, die einfach eine von einem sensorlosen System nicht erreichbare Präzision bezüglich Fahrgefühl, Bremse bringen. Die Geschwindigkeit dieser Modelle aus dem RTR-Thema heraus ist absolut fantastisch. Der Buggy ist 70 Stundenkilometer schnell. Ich habe das Modell selbst häufig gefahren. Also das ist aus der Schachtel, wie man so schön sagt, RTR-mäßig eine Geschwindigkeit, ein Fahrverhalten, ein Fahrgefühl, das es bisher so nicht gab. Quadcopter sind momentan im Markt extrem populär. Ganz vorne dabei die LRP Gravit Line. Neuheiten auf dieser Messe gehen ganz klar in Richtung integrierte Kamera mit, wie man hier auch sieht, sehr guter Qualität, mit HD-Qualität und das Ganze zu einem sehr interessanten Preis. Zum einen wird die große Gravit zur Gravit Vision, das ist also ein überarbeitetes Modell mit integrierter Kamera. Neu kommt die Gravit Micro Vision, eine komplett integrierte Kamera in diesem neuen Modell, das sich sehr stark an der erfolgreichen Gravit Nano orientiert. Und Gravit Micro ohne Kamera, ein Update, die Gravit Micro 2.0. All diese Modelle haben die 360 Grad Looping-Funktion. Das schließt sich natürlich nahtlos an aus unserem Thema höher, länger, schneller, weiter. Tuning-Akkus nicht nur für LRP-Quadcopter, sondern auch für andere am Markt populäre Quadcopter. LRP Nitro Line. Seit Jahren ein fester Bestandteil und ein wichtiges Produktsegment für LRP. Auch in diesem Jahr hier ein Auszug aus der aktuellen Line. Unser Wettbewerbsmotor, der Ceramic. Ganz oben der 32er aufgebohrte Motor im 3,5er Gehäuse, so groß wie es geht. Und auch im Auspuffsegment, im Resonanzrohrbereich sind wir sehr stark. Hier sind wir jetzt eine Kooperation mit dem Michael Mielke, mit der Firma Mielke Modellsport eingegangen und haben speziell für den Savage Optan ein Resonanzrohr kreiert. Ein Resonanzrohr, das untenrum mehr Leistung bringt, einen ganz tollen Sound bringt und eine absolute Bereicherung ist für jeden Savage Octan. Also freut euch darauf. Über die LRP HPI Challenge haben wir natürlich im Komplettradbereich bei Tourenwagen einen unendlichen Erfahrungsschatz und eine sehr, sehr hohe Kompetenz. Das spiegelt sich auch dieses Jahr wieder in dem Neurelease der
G32 und G36 Tourenwagen, Reifen, das CPX Komplettrad, ein fester Bestandteil der Rennszene, wenn es um qualitativ hochwertig, preisig akzeptable und von der Konstanz her gleichbleibende Reifen. Hier wird es im Laufe des Jahres auch Neuheiten geben. Wir sind dran an 1:12 Reifen, aber sind noch nicht so weit, dass wir das jetzt schon vorstellen können. Auch hier waren wir Handout-Reifen bereits vor einem Jahr bei den Europameisterschaften. Also hier haben wir auch sehr, sehr viel Kompetenz und durch unsere Rennserie und der kontinuierlichen Präsenz auf den Rennen wissen wir auch hier, wovon wir sprechen und sind stolz darauf, dass wir jetzt auch hier ein Update mit den G32 und G36 Reifen realisieren konnten.